Für eine leitende Position in der Firma fehlt mir ein abgeschlossenes Studium. Das stimmt doch gar nicht. Du bist die Beste. Hast du dich in deinem Leben je gefragt, ob du alles richtig gemacht hast? Wärst du mit anderen Entscheidungen glücklicher geworden? Arthur hat einen qualifizierten Abschluss. Er ist der beste Mann für den Job. Nein, Sir. Das bin ich. Ich wünschte, Lebenserfahrung würde genauso viel zählen wie theoretisches Wissen. Die können mich mal. Wer? Diese Supergebildeten mit ihren schicken Häusern, die ihre Kinder nach Früchten benennen und den Kilimanjaro besteigen. Du hattest einen Anruf. Geht wohl um ein Vorstellungsgespräch. Oh mein Gott, wie kommen die denn auf mich? Ihr Lebenslauf ist sehr interessant. Sie waren auf der Wharton Business School. Entschuldigung, was? Und Ihre Facebook-Seite ist wirklich beeindruckend. Meine Facebook-Seite? Obama? Ich habe dir eine neue Identität verpasst. Du wolltest was Besonderes sein, also habe ich mal gute Fee gespielt. Toll, was? Oh, diese Lüge hat dir die Türen geöffnet. Jetzt hast du den Traumjob, Baby. Wer ist der Champ? Na los, du bist der Champ. Ich bin der Champ. Du bist der Champ. Los, komm schon. Auf damit. Einen Job in ihrem Alter zu kriegen ist nicht einfach. Ich werde es ihnen zeigen. I'm a B.O. hero. Okay. Du darfst alles anziehen, nur das nicht. Siehst aus wie Mrs. Doubtfire. Wow, ist das mein Büro? Du hast von denen ein Apartment bekommen und Kreditkarten? Die werde ich mal lieber behalten. Wag es ja nicht. Dann nehme ich die Untersetzer. Nein! Was ist, wenn die dahinter kommen? Dafür bin ich zu gut. Maya, dich hier zu treffen. Wir kennen uns aus Hogwarts. Harvard. Wir haben gemeinsam für den Frieden demonstriert. Wir haben Wale gerettet. Vergiss trotz dieser ganzen Karrieresache nicht, wer du wirklich bist. Ich bewundere sie so sehr. Sie sind so ziemlich das, was ich immer werden wollte. Du warst schon immer gut genug und hast als Einzige dran gezweifelt. Wir haben einen Termin mit einem chinesischen Vertriebspartner und die einzige Angestellte, die Mandarin sprechen kann. Bin ich? Ich habe eine Idee. Der Tierarzt unserer Katze spricht Mandarin. Wir würden ihm gern die ganze Firma zeigen. Aber vorher sollten wir den Deal abschließen. Ich mag sie. Okay, ich finde, der Trailer zeigt ein wenig zu viel. Ist klar, aufgrund der rosanen Schriftzüge und Co. auf weibliches Publikum getargetet, was ich immer so ein bisschen schade finde, weil auch Männer vielleicht Romcoms mögen könnten. Und damit ist es der erste Trailer zu Manhattan Queen, den uns Tobis Film ab dem 17. Januar 2019 in die deutschen Kinos bringt. Mit Jennifer Lopez in der Hauptrolle, eine Lea Rimini mit dabei, die kennen sicherlich viele aus King of Queens, eine Vanessa Hudgens unter anderem mit dabei und erzählt die Geschichte von Maya, die 40 Jahre alt ist, stellvertretende Geschäftsführerin des größten Supermarkts von Queens. Aber glücklich macht sie das noch lange nicht. Aber das Gute ist, der Sohn ihrer besten Freundin poliert ihre Vita auf und gleichzeitig auch ihren Social-Media-Auftritt, eine Bewerbung und einen letztendlich bekommenen Job in einem Kosmetikunternehmen. Später steht ihr auf einmal die ganze Welt offen, aber kann dieses Lügenkonstrukt einstürzen? Wirkt so ein bisschen wie ein Plot, den man schon oft gesehen hat, in so eine Richtung, wo quasi sich eine Hauptfigur wandelt und dreht und eben aufgrund einer Lüge sehr erfolgreich wird, irgendwann mit der Wahrheit konfrontiert wird und am Ende doch gut dabei rauskommt. Das würde mich jetzt wenig überraschen, wenn dieser Film das anders machen würde. Und ich finde es, wie gesagt, so ein bisschen schade, dass man eben so klar auf weibliches Publikum geht, was eben die Songwahl angeht, was eben die Titelschriftzüge angeht. Ich finde, dieses klare Targeten könnte man einfach ein bisschen weniger machen und einfach komplett sagen, ey, es könnte ein Film für jeden sein. Aber auch Romcoms haben in letzter Zeit, speziell 2017 und 18, Hochkonjunktur, unter anderem auch aufgrund von Netflix. Deswegen bin ich mal gespannt, ob diese hier irgendwie hervorstechen kann. Bis jetzt würde ich sagen, nach dem Trailer, relativ vorhersehbar, zeigt ein bisschen zu viel für meinen Geschmack, aber wer eben genau diese Art Rom-Com mag, glaube ich, der wird auch genau das bekommen. Der Trailer macht dir schon klar, in welche Richtung das Ganze gehen wird, weswegen ich so eher verhalten dem gegenüberstehe. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer zu Manhattan Queen? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.